Hallo Freunde und Modellbahnkumpels. Also, ich habe mir keine Ruhe gelassen. Ich habe nochmal einen Zug zusammengestellt oder was gesagt, ich habe den jetzt nochmal aktualisiert. Und ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Jetzt achtet mal auf den Trafo. Mehr geht nicht. Und da kommt das gute Stück. Kein Kompromiss gibt's. Wie ihr schon gesehen habt, die Kleine ist eine Zicker. Aber da lasse ich jetzt einen Kondensator einbauen. Ich achte noch mal auf den Trafo. Nur ein Stückchen schneller und es wird ein Rennpferd. Oder besser gesagt, eine Formel-1-Bahn. Also das ist das Minimalste oder besser gesagt das Maximalste, was ich noch mit normaler Geschwindigkeit fahren kann, ohne dass die Lok unrealistisch durch die Gegend saust. Aber dafür fährt sie jetzt wieder sehr schön. Ich habe sie auseinandergenommen und gereinigt. Kein Geruckel und Gezuckel mehr. Fährt sehr, sehr schön jetzt. Und was euch sicherlich auch aufgefallen ist, es fehlt ein Waggon. Das ist richtig. Das letzte Mal habe ich nämlich festgestellt, dass ich einen erste Klasse Gepäckwagen hinten noch dran hatte. Aber ein Gepäckwagen sollte eigentlich reichen, nämlich vorne. Darum kommt demnächst ein zweiter Klasse Wagen dazu. Und auch die Geschichte mit dem Huckel werde ich demnächst entfernen, weil das wird irgendwie immer schlimmer und ich weiß nicht warum. Hab keine Ahnung, wieso da immer schlimmer wird, der Huckel, aber das hat wohl was damit zu tun, dass da nichts drunter ist und ja. Wenn ihr jetzt denkt, die anderen Wagen sind weg, nee, die stehen dort. Drei Stück. Sind halt übrig. Ich möchte das so haben, dass zweimal erste Klasse, Bordrestaurant und 1, 2, 3, 4, 5 mal zweite Klasse. Und natürlich die Original-E-Lok, wie es jetzt der Fall ist. Jetzt kann sich der Zug sicherlich auch sehen lassen. Das sieht jetzt richtig schön aus durch meine gemachten Sachen da hinten. Gut, lassen wir mal noch eine Runde fahren. Extra für euch in die richtige Richtung. Gut, das war das Swiss Express mit Original-E-Lok. Ich hoffe, sie gefällt euch jetzt, also der Zug. Und ihr seid zufrieden? Ich bin es auf jeden Fall. Denn jetzt passt die Sache und die Kleine fährt ganz gut. Tschüss!